Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir starten zur Vorstellung meiner Person mit einem 3-Minuten-Video. Michael Kamm, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, lebe in München und bin international einsetzbar. Als Mensch beschreibt man mich als zuverlässig und verbindlich sowie weltoffen und optimistisch. Als Führungskraft werde ich als engagiert und motivierend, analytisch und weitsichtig und dabei zielorientiert sowie wertschätzend beurteilt. Ich selbst sehe mich als positive und nachhaltige Person. Worauf habe ich mich beruflich spezialisiert? Ich bin Experte in den Bereichen Transformation sowie Business Development in internationalen Märkten. Know-how bringe ich dabei besonders in der Textil-, Mode- und Sportartikelindustrie mit. In dieser Branche habe ich mich viele Jahre mit Brandbuilding, Marketing und Sales sowie Turnarounds beschäftigt. Was kann ich in meinen Engagements am besten? Spezialist bin ich in den Fällen, in denen sich Unternehmen in einer Krisensituation befinden und es darum geht, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu überzeugen, sich weiter für Firma und Marke zu engagieren. Im Mandat bin ich dabei nicht nur in der Lage, Vertrauen zu vermitteln und Optimismus zu verbreiten, sondern arbeite in kritischen Themen selber mit und positioniere mich als engagierter Leader. Welche Projekte mache ich am liebsten? Im Idealmandat bin ich als Manager eines international tätigen Unternehmens in der Textil- und Modebranche tätig, bei dem es darum geht, einer Marke in schwierigem Umfeld wieder auf die Erfolgsspur zu verhelfen. Weshalb bin ich als Interim Executive rasch im Thema und kann so schnell helfen? Kriterium für den erfolgreichen Einsatz eines Interim Managers ist das rasche Umsetzen einer klar definierten Aufgabe mit hoher fachlicher Kompetenz sowie krisenerprobten persönlichen Führungskompetenzen. Diese Eigenschaften bringe ich mit und bin daher davon überzeugt, dass ich Mitarbeiter so motivieren kann, dass sie auch in Restrukturierungsphasen bei schwierigen Aufgaben an einem Strang ziehen. Warum bin ich als Interim Manager bisher erfolgreich gewesen? Mir ist es in meinen Engagements gelungen, Mitarbeiter durch die Delegation von Verantwortung und Freiheitsgraden in kurzer Zeit so zu entwickeln, dass auf der Basis von Glaubwürdigkeit, Integrität, Loyalität und sinnstiftend exzellente Teamleistungen gewachsen sind. Gefragt sind klare Ziele, eine gute Rollenverteilung sowie das Mitbringen von Soft Skills, die man als Werte in der Organisation verankern muss. Empathisches Vorbild sein, Hilfestellung geben, Fehlerkultur pflegen, Anerkennung und Wertschöpfung zeigen und immer transparent sein. Dann bringen Einzelne in ihrem Team absolute Bestleistung. Ganz im Sinne von, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn das klappt, dann kommt der Erfolg. Vielen Dank.